So, geilerweise bin ich jetzt krank geworden. Aber ich habe mir ja vorgenommen, den Track vor Weihnachten noch fertig zu kriegen. Also hilft alles nichts, da müssen wir jetzt durch. Als nächsten Schritt fürs Instrumental würde ich jetzt noch auf die Instrumentengruppe, das heißt dort, wo alle Instrumentalspuren halt reingehen, würde ich noch eine Summenkompression drauf machen. Aber auch nur sehr leicht, also kaum hörbar. Soll das Ganze einfach nur noch ein bisschen zusammenbringen. Mal gucken, ob es funktioniert. Hier gibt es ein hervorragendes Preset, das nennt sich Master Hip Hop. Damit fangen wir mal an. Was ich hier mache, ist, dass ich die Lautstärke, den Output-Level des Kompressors ein bisschen runterregel, weil bei dem Preset wird man hier so ein bisschen ausgetrickst. Und zwar in der Psyche ist lauter irgendwie immer besser. Und wenn die beim Preset einfach das Ausgangssignal lauter machen, als es vorher war, und wenn man dann vergleicht zwischen ohne Kompressor und mit Kompressor, dann hört man mit Kompressor lauter und denkt direkt besser. Ist Quatsch. Man sollte immer versuchen, A-B-Vergleiche mit gleicher Lautstärke zu führen, um wirklich realistisch einschätzen zu können, ob es besser ist als vorher oder eben nicht. Okay, Kurzausflug ins Land der Kompressoren. Ein Kompressor ist ein Dynamikbearbeitungstool. In dem Fall schränkt es die Dynamik ein, weil es den Unterschied zwischen dem lautesten und dem leisesten Signaleinteil eben einschränkt. Und zwar insofern, dass es Pegelspitzen weniger stark verstärkt als die Signalanteile, die sich unterhalb der Pegelspitzen befinden. Dafür gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das wäre einmal der Threshold, der bestimmt den Wert, ab wann der Kompressor anfängt zu arbeiten. Die Ratio ist das Verstärkungsverhältnis, ist halt quasi, wie stark der Kompressor dann arbeitet. Im Fall von einer Ratio von 3 zu 1 würde ein Signal, das 3 Dezibel lauter ist als dieser eingestellte Threshold, auf der anderen Seite des Regelverstärkers nur um 1 Dezibel lauter rauskommen. Das ist das, was diese Ratio ausdrückt. 3 zu 1. 3 Dezibel lauter als dieser Threshold gehen rein, 1 Dezibel lauter kommen raus. Und um diesen Pegelspitzenverlust, kann man sagen, wieder aufzuholen, gibt es hier den Make-up-Gain. Und man könnte jetzt zum Beispiel das Signal in unserem Beispiel um 1 Dezibel lauter machen und hätte dieselbe Peak-Lautstärke am Ende, würde ich es mal sagen. Softknee stellt ein, dass diese Kante hier ein bisschen weicher ist, dass es nicht sofort über diesen Wert in dieses Verhältnis von 3 zu 1 geht, sondern erst vielleicht ein bisschen später. So, dann haben wir noch Attack, damit kann man einstellen, wie schnell der Regelverstärker auf dieses Verhältnis zurückregelt, nachdem der Wert diesen Threshold überschritten hat. Release ist, wie lang der Regelverstärker braucht, um wieder zurückzuregeln auf 1 zu 1, nachdem der Wert des Pegels unter diesen Threshold gegangen ist. Mein Gott, ist das kompliziert. Und Hold ist so eine Art Zwischending, das ist dann quasi unabhängig von dem Pegel. Ab dem der Kompressor anfängt zu arbeiten, arbeitet der mindestens so lang, wie bei Hold eingestellt ist, in diesem Verhältnis. Und danach, wenn der Pegel tiefer ist als dieser Wert, tritt Release in Kraft. Dann gibt es hier die Funktion Auto Release, dann macht er das so ein bisschen abhängig vom Signal, was in den Kompressor reinkommt, ob er nur eine schnelle oder eine langsame Release-Zeit einstellt. So, bevor ich jetzt weitermache hier mit EQ'en und Mischen und so weiter, werde ich mir erstmal ein paar Referenzsongs anhören und eventuell den einen oder anderen Referenzsong hier in das Projekt importieren, damit ich nicht hier jetzt anfange zu EQ'en und in eine völlig falsche Richtung EQ und dann am Schluss merke, oh Gott, was habe ich denn da alles gemacht? Deswegen, ich hole mir jetzt ein paar Songs hier rein, die ich dann immer mal wieder anhöre, um eben meine Ohren frisch zu machen und nicht den Fehler zu begehen, in irgendeine Richtung zu arbeiten, die im Endeffekt völliger Schwachsinn ist. Okay, ich habe mich jetzt für drei Lieder entschieden, die ich mit ins Projekt noch mit reinziehen will.
Das wäre einmal von der neuen Shock Value 2 von Timbaland, der letzte Song hier. Einfach nur, weil Timbaland einfach den Gesamtklang repräsentiert, der einfach momentan angesagt ist. Und ich versuchen will, so ein bisschen in die Richtung zu kommen. Und die Betonung liegt auf bisschen. Ich importiere mir das. Als nächstes nehme ich noch von Sammy Deluxe, von seinem letzten Mixtape, diesen Song, weil dort die Bassdrum sich in derselben Lage, sag ich mal, befindet wie in unserem Song. Da wollte ich mal gucken, ob ich das als Referenz nehmen kann. Und dann haben wir noch von JC's Album Kingdom Come, Minority Report, weil dort die Snare so ein bisschen eine Ähnlichkeit hat mit der Snare, die ich hier verwendet habe. Okay. Spuren sind alle da. Ich ziehe mir die nach oben. Ich markiere die mit meiner Referenzfarbe. Ich route die auf meinen extra Ausgang, den ich dafür immer gemacht habe. Der nennt sich Compare. Das habe ich deswegen gemacht, weil im Master, im Stereo Out, werden früher oder später halt Mastering Tools landen. Und dann könnte ich nicht mehr vernünftig gegenhören, weil ja dann auch die Referenztracks über diese Master-Plugins laufen würden. Das wäre ja Quatsch. Und deswegen habe ich hier einen Compare-Ausgang und der bleibt Plugin-frei. Und immer wenn ich hier diese Tracks dann solo höre, höre ich die über den Compare-Ausgang und somit im Original. Ja, jetzt werde ich mir noch aus den Referenz-Songs einen bestimmten Bereich rausschneiden und den immer loopen. Das heißt, dass ich dann, egal an welcher Stelle ich mich in meinem Song befinde, immer Referenz hören kann zu dem Bereich, der für mich wichtig war in meinem Song. Das mache ich jetzt. Bei den anderen zwei Songs habe ich das jetzt schon gemacht. Wenn man rauszoomt, sieht man hier, dass hier ist ein Loop und hier ist jeweils ein Loop. Und jetzt mache ich das hier auch mal für diesen Song. Dazu stelle ich auf Solo, das heißt, man hört mich nicht mehr, aber ihr seht ja, was ich jetzt mache. People was poor before the hurricane came. For the downpour, poor is pain. Gotta put that in effect. Wouldn't you look? People was poor before it didn't affect. People was poor. So, und jetzt habe ich mir auch hier aus diesem Song das rausgezogen, was für mich entscheidend ist, damit ich das immer überall hören kann. Als nächstes packe ich mir die Referenzsongs auch in eine Gruppe rein, damit ich die nicht immer einzeln lauter und leiser machen muss, sondern alle zusammen. Day it rains, so every day the pain. Cause and effect, niggas off the chain. Alles machen, solange ich dabei selbst bin. Kane, for the downpour, ja, man stellt auch fest, dass hier der JC-Song zum Beispiel der lauteste ist. Aber wie wir ja mittlerweile wissen, ist lauter nicht unbedingt besser. Okay, wie wir jetzt gehört haben, haben die Referenzsongs unterschiedliche Lautstärkeneindrücke, sag ich mal, und klingen auch ein bisschen anders. Und ich werde versuchen, mit dem Song hier irgendwo in die Nähe der Mitte zwischen diesen drei Referenzsongs zu landen. Ich werde es nicht ganz schaffen, das gibt das Ausgangsmaterial nicht her und meine Skills auch nicht, aber ich werde versuchen, so nah wie möglich daran zu kommen.